Hallo, Wohnzimmerkapitäne, und willkommen zum Ausblick hier auf dem Siegkreuz-Kanal. Diesmal geht es um die Siegfried, ein T9 Premium-Kreuzer, der jetzt in den Supertest kommt, und viele von euch da draußen freuen sich auf den Dampfer. Ich möchte euch einen kurzen Einblick geben in dieses Schiff, wie es jetzt in den Supertest gegangen ist. Einmal hier ein bisschen näher rangezoomt, damit er mal so ein bisschen einen optischen Eindruck bekommt. Relativ schnell, ganz klar, als deutsches Schiff zu erkennen, hier mit den Aufbauten, mit der Brückenform und so weiter. Ich persönlich finde es wieder sehr schön detailreich hier angebracht. Und ja, hier dieser Sekundärturm, der in beide Richtungen schießen kann, auch recht lustig. Ja, und das ist schon der optische Teil, den wir hier erstmal genießen können. So ein bisschen im nah ranzoomen. Wenn euch dazu schnell ging, könnt ihr ja nochmal ein Stück zurückscrollen und so weiter. Fangen wir direkt an mit der Überlebensfähigkeit. 62.850 Trefferpunkte sortiert uns relativ weit oben bei den großen Kreuzern ein. Ist ein bisschen schwächer als die Kronstadt, aber stärker als Azuma und Alaska auf der Tierstufe. Torpedoschadensverringerung 37%, auch ein ganz ordentlicher Wert sogar. Der beste der drei Schiffe, Kronstadt, Azuma, Alaska, sind da alle schwächer in dem Bereich. Dann kommen wir zur Panzerungsanordnung. Und da ist jetzt, sage ich mal, fast schon typischer Kreuzer, ja, und nicht eher so Schlachtkreuzer-like, sondern wirklich nur Kreuzer-like. 27 mm vorne und hinten, Overmatch ist also möglich, 406 mm oder größer kommen da ohne Probleme durch. Und wenn sie da durch sind, geht es hier nämlich gleich weiter mit 25 mm, das heißt, da geht es dann auch mit Overmatch einfach weiter, das ganze Programm. Also relativ dünne, muss man aufpassen, welchen Gegner man dann so wählt und wie man sich da, ja, präsentiert, sage ich jetzt einfach mal. Dann geht es hier oben weiter mit der Deckpanzerung. 30 mm heißt 152 mm IFAE, japanische 100 mm Zerstörer zum Beispiel würden da halt auch ohne Probleme durchkommen. 203 mm HE Granaten, ja, alles sowas. Also das ist wirklich recht dünn, muss man ganz ehrlich sagen. Bin ich ein bisschen überrascht, dass sie da nicht noch ein bisschen mehr raufpacken. Das würde ich mir persönlich wünschen. Und das nächste, was ich mir wünschen würde, ist, dass das Schiff einfach, ja, tiefer im Wasser liegt. Weil guckt mal, ihr könnt hier sogar den Teil des Turtlebacks sozusagen aus dem Wasser ragen sehen. Auch wenn die Panzerung an sich gar nicht mal so schlecht ist. Mit 190, 80 und 60 mm, ja, sind wir bei 330 mm in der Summe. Ist für einen Kreuzer relativ stark und ist sogar einen Millimeter stärker als das, was die Georgia auf T9 als Schlachtschiff zu bieten hat. Muss man sich mal auch so überlegen. Hier in der Mitte ist es ein bisschen geringer, sind 15 mm weniger. Aber nichtsdestotrotz, das ist so von der Panzerungswerte her ganz okay. Aber ich finde, hier oben sind es nur 90 mm für die Kasematten. Wow, das wird ordentlich wehtun, wenn du da drinne, wenn du die Breitseite zeigst und die Mumpeln da drinnen landen. Also auch da anstellen. Aber selbst das nützt nicht so super viel. Wenn ihr 406 mm Beschuss habt, dann ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass die Streuung euch RNGesus ja, gut gesinnt ist. Jetzt haben wir schon einiges zur Panzerung gesagt und ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier weiter durch. Die Hauptbatterie, drei Türme, A2 Rohre, 380 mm, Ladezeit 26 Sekunden, ist also skillbar mit den Verbesserungen auf Slot 6 auf unter 23 Sekunden, Turmdrehzeit 180 Grad, 36 Sekunden, die würde dann im Austausch ja hochgehen. Hauptbewaffnungsmodifikation 3 ist das, was ich jetzt meine. Ihr wisst das sicherlich schon, da wären wir dann bei über 41 Sekunden. Also Elite-Schütze sollte man mit einplanen, um das wieder so ein bisschen entgegenzuskillen. Was mir richtig gut gefällt, ist die horizontale Streuung von 175 Meter auf 20,6 Kilometer Kampfentfernung. Das ist ein ordentlicher Wert. Vor allen Dingen in Verbindung mit einem Sigma-Wert von 2,05, also Kreuzerstreuung, kann das richtig Spaß machen. Ich möchte euch nur mal eins sagen. Die Georgia, die wird ja von dem einen geliebt, von dem anderen gehasst. Ich persönlich hatte mit der Georgia sehr, sehr viel Spaß und sie ist für mich auch ein relativ präzises Schiff. Das Ding hat nur einen Sigma-Wert von 1,8 und eine horizontale Streuung von 214 Meter. Ja, und am Ende schießt das Ding trotzdem relativ präzise, weil die Streuungsellipse relativ klein ist. Das ist so meine persönliche Erfahrung gewesen. Der Streuungswert bei der Georgia beträgt 10,8 Meter pro Kilometer Kampfentfernung. Bei der Siegfried haben wir einen Streuungswert von 8,62 Meter pro Kilometer Kampfentfernung. Das heißt, die ist wirklich eine ganze Ecke genauer. Auch wenn wir hier gerade Kreuzer mit einem Schlachtschiff vergleichen, es wird sicherlich nicht so schlimm sein, wie der ein oder andere im Forum schon schreibt, dass das Ding sonst wohin schießt. Auch mit einer Gneisenau ist das nicht zu vergleichen, weil die hat sogar 13,48 Meter Streuung pro Kilometer Kampfentfernung.
Und da sind wir dann schon fast 5 Meter präziser mit der Siegfried. Also, ich gehe relativ optimistisch beim Streuungswert ran, bei der Panzerung eher nicht so, da mache ich mir Sorgen. Torpedowerfer hier 2 insgesamt verbaut, ein rechts, ein links, 2, 4 Rohre jeweils, 8 Kilometer schwimmen die Dinger, 65 Knoten schnell, also eine Überraschung für den einen oder anderen. Das kann also richtig, richtig lustig werden, durchaus mal, wenn man dann in den Infight gehen musste. Bei der Flakbewaffnung, da wollen wir gar nicht so weit drauf eingehen, sieht erstmal als Wert so gar nicht mal so schlecht aus für einen Kreuzer. Ich hoffe hier mal kurz drüber, dass ihr seht, wie die Werte sind. Nichtsdestotrotz, die werden ja noch gerade alle überarbeitet, die ganze Flugabwehr. Das heißt, das wird sich demnächst noch einiges verändern in World of Warships. Und ob diese Werte dann hier überhaupt noch so stimmen, selbst wenn wir hier alles nur in Work in Progress zeigen, ja, das ist bestenfalls eine Indikation, in welche Richtung das geht. Bestenfalls. Müssen wir mal schauen. Dann geht es weiter. Höchstgeschwindigkeit 33,5 Knoten, 880 Meter Wendekreisradius. Ich halte das für angenehm, auch wenn die Höchstgeschwindigkeit ja besser sein könnte, ist halt nicht super schnell, aber okay. Ruderstellzeit 14 Sekunden, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen was gegen tun, um ein bisschen das Kreuzer-Feeling in dieses Schiff reinzubekommen. Ist aber halt auch so ein Wert, den die anderen Kreuzer halt auch auf dieser Tierstufe so haben. Sichtbarkeit 15,1 und 10,7 zur Luft. Okay, war so zu erwarten, so ungefähr. Ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das geht ja gar nicht. Ja, ganz anders als bei der Panzerung. Die nervt mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so, oh, ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was tut, genauso wie bei dem Rausragen aus dem Wasser. Kommen wir noch kurz zu den Verbrauchsmaterialien, die das Schiff hier hat. In Platz 1 haben wir ein Schadensbegrenzungsteam. In Platz 2 eine Hydroakustik im Austausch mit dem defensiven Flakfeuer. Könnt ihr also wählen, was ihr haben möchtet. Dann Platz 3 Aufklärungsflugzeug und den Jäger auch im Austausch. Also kann man sich dann überlegen, Flugabwehr oder weiter schießen. Ich denke, die Wahl ist eindeutig. Und dann haben wir Reparaturmannschaft in Platz 4, sodass ihr wieder Trefferpunkte herstellen könnt. Ja, und dann müssen wir einfach schauen, was Wargame jetzt in den Supertests hier so verändern wird an dem Dampfer. Und wie das Feedback der Kontributoren, Supertester etc. pp. So ist. Ich hoffe wirklich, dass sie da noch ein bisschen was tut. Sonst von der Streuung her freue ich mich auf den Dampfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hoffe ich, ihr konntet euch so ein bisschen einen Ausblick geben auf den Dampfer. Schreibt mir gerne eure persönlichen Gefühle, natürlich möglichst konstruktiv, in die Kommentare unter dieses Video. Ich bin gespannt, wie ihr den Siegfried seht. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wenn ihr uns irgendwo anders noch folgen wollt als bei YouTube, schaut einfach mal oben in die gelbe Leiste. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung unter diesem Video. Ich sage, bis zum nächsten Mal hier auf dem Siegfrieds-Kanal. Euer Siegfrieds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.